Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute kein Travel-Video, heute ein Unboxing-Video. Ich habe mir eine Mystery-Box bestellt, beziehungsweise fertigen lassen von einem Kollegen. Grüße gehen raus, Nissan. Dieser Laden heißt Candy Shop. Der ist jetzt aus Walle. Der Kollege von mir wird einen Laden eröffnen, auch Candy Shop. Allerdings ein anderer Standort. Das werde ich dann in der Beschreibung platzieren. Dann könnt ihr da auch gerne hingehen und vorbeischauen. Er ist ein netter Kollege und er wird dann ganz geile und coole Sachen, wie wir gleich sehen werden, haben. Und die werde ich jetzt heute mal einfach random für euch austesten, weil ich ja jetzt gerade in Quarantäne bin. Reisen geht nicht. 2 Wochen bin ich zu Hause und dann dachte ich, okay, probierst du einfach die ganzen Lichter, die jetzt hier aufgestellt worden sind und das Mikrofon ein bisschen aus. Und in diesem Sinne, ich hoffe, das Video wird euch gefallen und schaut bis zum Ende durch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache die jetzt mal auf. Ich weiß übrigens selber noch nicht, was da drin ist. Ich habe zwischen 20 und 30 Euro gezahlt. Und habe sie blind fertigen lassen. Das heißt, er hat da irgendwas rausgepickt, was ihm gefallen würde oder was mir gefallen würde. Vor allem. Let's begin. Ich packe auf jeden Fall erstmal die Box runter und ziehe mir dann einzeln die Sachen raus und zeige euch die dann, damit ihr das besser sehen könnt und dass ihr dann auch alles mitbekommt, was ich in der Hand habe. Also ich nehme mal als allererstes ein Getränk raus, damit ich nicht hier verdurste. Das ist das Calypso. Das habe ich schon sehr, sehr oft gesehen, wenn ich ehrlich bin. Und das in dem Geschmack ist Ocean Blue Lemonade. Das heißt mit Zitrone, Blaubeere und so ein bisschen Schnickschnack drum. Ja, 12 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Also Cola hat, glaube ich, 11 oder Sprite hat auch 11. Das heißt, es ist süßer als Cola und Sprite. Ein bisschen schütteln steht hier auf jeden Fall, ganz schön schütteln. So. Also, ihr seht, blaues Getränk. Ach ja, und übrigens, nach der Probierphase gebe ich immer Punkte ab und am Ende sage ich euch, was am besten für mich gefallen hat und was am leckersten war. Es riecht auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark und sehr gut. Das riecht genau wie Wassereis, wie blaues Wassereis. Boah, das ist echt süß. Also es ist übertrieben süß, aber es schmeckt echt heftig. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so krass schmeckt. Achso, und übrigens ist es auch keine Werbung oder sowas. Also ich kenne den Inhaber nicht von der Seite aus Walle. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr korrekter Mitarbeiter oder Inhaber. Und der macht auch echt krasse Aktionen. Ich wollte da schon ein paar Mal hin, aber es hat halt nicht geklappt. Und jetzt habe ich aber gesagt, komm, dann bringst du einfach Candy Shop zu dir nach Hause. Kann nicht schaden. Und ich glaube, wenn ich Punkte vergeben müsste, dann würde ich den allem geben eine 9 von 10 auf jeden Fall. Ich pick mir jetzt was zum Essen raus, also Süßigkeiten. Das ist sehr stark. Das sind M&M's Peanut Butter mit echtem Peanut Butter steht hier. Das Ganze kostet 2,50 Euro. Übrigens der Calypso, habe ich jetzt hier nochmal stehen, kostet 3 Euro. Also es ist doch ein normaler Preis. Ich glaube, damals gab es auch bei Rewe für 3 Euro und also ganz okay der Preis. Ja, also sehen aus wie M&M's üblich und nehme jetzt mir ein paar einfach raus. Das sieht bestimmt richtig bescheuert aus, wenn ihr mir beim Essen zuguckt. Warum sollt? Also ich muss sagen, großen Unterschied zu den originalen M&M's finde ich nicht. Also der ist ganz leicht unterschiedlich zu den originalen, aber ich müsste mir den jetzt nicht nochmal extra kaufen, weil da Peanut Butter mit drauf steht. Aber würde ich einfach auch die Originalen nehmen. Ich gebe den ganzen lang 7 von 10, weil das ja, wie gesagt, das sind ganz normale M&M's, finde ich. Next one. Wenn wir schon dabei sind, nochmal M&M's mit Brezelgeschmack. Crunchy, salzig und süß. Also das sind die hier. Kosten auch 2,50 €. Also die schmecken auf jeden Fall nach Brezel.
schmecken auch auf jeden Fall besser als die Erdnussbutter, also Peanut Butter. Deshalb würde ich die auf jeden Fall eine 8 von 10 geben. So, worauf ich mich richtig freue, ist das hier. Ich liebe Mountain Dew und es gibt echt viele Sorten. Also ich habe nicht gedacht, dass sie so viele Sorten haben. Und das ist mit Zitrusgeschmack, also Zitronengeschmack, mit Raspberry und Ginseng. Keine Ahnung, was das ist. Also auch auf jeden Fall wieder blau, ein bisschen dunkler. Riecht tut der heftig, also no joke, das ist echt krass. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so riecht. Boah! Ich schwöre, wenn ich übertreibe, dann soll mich jetzt ein Blitz erschlagen. Also das ist echt krass, 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 krass. Empfehle ich auf jeden Fall jeden. Der kriegt auf jeden Fall 10 von 10. Ja, auf jeden Fall 10 von 10. Also darauf habe ich mich schon gefreut. Das habe ich immer an den Videos gesehen in YouTube. Das sind so, ist Gebäck mit gefüllten Extras. Also hier ist zum Beispiel jetzt, wie ich gerade sehe, glaube ich, Erdbeer drin. Oder Himbeere könnte das auch sein. Kostet 1,50. Achso, übrigens der Mountain Dew. Der Mountain Dew kostet, okay, steht jetzt hier nicht mit drauf, aber ich vermute mal auch so 2 Euro oder 3 Euro. Ich weiß gar nicht, ob die Twinkies, nee, die heißen Hostess. Ich glaube, das ist so eine zweite Version von Twinkies, wenn ich mich nicht irre. Die ist so gefüllt dreimal und ist dann einfach ein Gebäck. Ja. Das ist krass. Also das ist echt krass. Boah. Das ist richtig krass. Ja, auf jeden Fall auch 10 von 10. Das ist echt stark. Obwohl ich nicht Erdbeer mag, ist das echt heftig. Kommen wir auch schon wieder zum nächsten. Das ist von der gleichen Marke. Das ist auch wieder Gebäck mit Zuckerglasur. Fehlt noch, dass ich so ASMR mache mit so einem Mikrofon und so Schmatzen wie auf YouTube. Ne, so sieht's aus. Sieht schön aus, finde ich. Wie so ein Hochzeitsgebäck. Boah. Boah. Also diese Dinger sind echt krass. Ich weiß nicht, ob ich gerade echt spinne, aber ich glaube, jeder, der das probiert, der ist auf meiner Seite. Aber sie sind echt verdammt süß. Der kostet 1,50 Euro und der andere kostet auch 1,50 Euro, also beide 1,50 Euro. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen weiter. Ich habe das so oft gesehen, was ich jetzt gerade in der Hand habe. Ich habe das bei jedem Sportler gesehen. Immer habe ich gesagt, ich muss probieren, was das ist oder wie das schmeckt. Und jetzt habe ich den. Das ist der Gatorade in Geschmack Orange. Der sieht sehr stabil aus, aber ohne Vorurteile probieren wir den. Sieht aus wie eine Fanta, nur ein bisschen dunkler. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Der ist auf jeden Fall ohne Kohlensäure. Schmeckt sehr, sehr schwach. Also, der hat keinen starken Geschmack. Der schmeckt ganz leicht nach Orange, als ob man so Wasser hätte und das gefüllt hätte mit so ein bisschen orangen Pulver. Also sowas wie dieser Eistee aus Aldi oder sowas. Schade eigentlich. Vielleicht sind die anderen Geschmäcker besser, ich weiß nicht, aber der kriegt so, der kriegt vielleicht 5, also der ist ganz normal, ganz okay. Kostet jetzt 2 Euro, ist ein ganz guter Preis eigentlich, aber würde ich nicht nochmal holen. Nö. So, ich will nicht viel reden, ich will jetzt einfach nur, dass ihr die ganzen Sachen seht. Viel labern habe ich in den anderen Videos gemacht und ich denke mal, ich habe zu viel geredet, deswegen genießt einfach die Show mit den ganzen Essen. Ich hoffe auch, dass ihr Hunger kriegt nach dem Video, weil ich empfehle euch auf jeden Fall, da mal vorbeizugehen. Ich bin selber leider auch noch nicht vorbeigegangen, aber er macht, das habe ich auch auf seiner Instagram-Seite gesehen, er pickt sich spontan immer Leute raus und lässt die dann
ja, wie soll ich sagen, er lässt sie dann 5 Sekunden oder manchmal auch so 2,5 Sekunden einfach in den ganzen Laden rumlaufen und rausnehmen, was sie können, was sie tragen können und müssen dann nichts bezahlen. Also das ist echt cool. Und er macht das immer so random. Also du gehst da rein und zufällig nimmt er dich einfach ran und sagt, komm, wir machen jetzt kurzes Video, du hast 5 Sekunden Zeit, du darfst sie nehmen, was du willst. Also abchecken, ich verlinke nochmal die Instagram-Seite auch, da könnt ihr auch nochmal drauf gucken. Und ja, Grüße gehen raus an dich, obwohl ich die nicht kenne. So, dann haben wir hier Muddy Bears oder Muddy Bears. Also das sind so Bären. Ich habe die mal gesehen, ich weiß nicht, ob die so berühmt sind, aber das sind einfach Gummibären umzogen mit Schokolade. Genau, also hier steht auch Milk Chocolate Covered Gummy Bears. 27 Stück in einer Box. Ist schon krass. Kosten 3 Euro. Also ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil ich habe jetzt einen mit Erdbeer gehabt und der schmeckt 1:1 wie der aus dem Freimarkt, diese Schokolade umzogene Erdbeeren, diese am Spieß, die kennt jeder und das schmeckt genauso. Aber kriegt von mir 7,5. So, dann kommt noch einmal einer von Hostess, aber der fühlt sich schon so an wie so ein Marshmallow. Es ist auch, glaube ich, einer, umzogen mit Zucker und ja, ein bisschen Schokolade unten, glaube ich. Der könnte echt krass sein. Boah. Wenn ich euch das zeige. Also das ist richtig krass. Das ist keine flüssige Schokolade. Das ist wie so ein fluffiger Kuchen. Aber damit hätte ich nicht gerechnet. Der ist echt heftig. Kostenpunkt 1,50. Schmecken 9 von 10. Wäre jetzt flüssige Schokolade drin, wäre das brutal. Da wäre der richtig heftig. So, kommen wir nochmal zu Gummibären. Ja, ich bin eigentlich nicht der Fan von Gummibären, aber ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Das sind Jolly Rancher Gummis mit Melonengeschmack, sehe ich hier. Himbeere, Kirsche, Apfel, Trauben. Okay, Punktevergabe, ich gebe den ganzen 6 Punkte. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich kein Gummibären-Fan bin, aber es sind auf jeden Fall 5 Punkte, 6 Punkte. Ich bin ein Fan von Chips. Das sind Ruffles oder wie heißen die? Genau, Ruffles. Ein paar Mal gehört schon auf jeden Fall. Sehr teuer, finde ich. Also finde ich Chipspackung sehr teuer, aber ich denke mal, wegen dem Namen zahlt man sehr viel. Kosten 6,50 Euro. Sind sehr scharf. Kann was sehr Bekanntes sein, wenn die schon 6,50 Euro kosten. Das sind so geriffelte, scharfe Chips und das Rot ist schon echt krass. Ich mag eigentlich scharf. Für mich dürfen die eigentlich nicht so scharf sein, aber schmeckt sehr, sehr geil. Also sehr gut geriffelte Chips mit sehr, sehr angenehmen, scharfen Geschmack. Allerdings 6,90 Euro, sorry, nicht mal 6,50 Euro. 7 Euro also. 7 Euro ist viel zu hart. Also die Schärfe ist echt perfekt, aber 7 Euro für eine Tüte Chips, nö, sehe ich nicht ein. Wie ich sehe, war es das auch schon. Ja, kommen wir jetzt zum Ranking. Ich verteile einfach mal so Plätze, also 1, 2, 3 und von Süßigkeiten einmal und von Getränken. Also Getränk auf jeden Fall, das hier, Platz 1, Platz 2. Ist das Calypso, bleibt ja nur noch eins über, ist das hier, Gatorade. Und jetzt kommen wir zu den Süßigkeiten. Platz 1 teilen sich diese beiden hier, also einmal das mit dem Erdbeer und dieses hier, also sagen wir auch mit der Zuckerglasur. Platz 2 ist dieser Marshmallow für die beiden, einmal die M&M's mit Brezelgeschmack, sind ganz geil und die geriffelten Chips. Die sind auch sehr, sehr geil. Also ich würde sogar sagen, der ist fast auf Platz 2. Ja, damit wäre alles gegessen und probiert. Und ich will es auch gar nicht in die Länge ziehen. Also falls euch das gefallen hat, falls euch das mit dem Licht und mit dem Mikrofon jetzt besser gefallen hat als vorher, lasst mir auf jeden Fall Liebe da. Wenn ich was ändern kann, sagt mir gerne, was ich ändern soll. Dann ändere ich das auch sofort oder direkt und versuche das zu ändern. Und wenn ihr gerne mehr davon sehen wollt, wie ich Unboxing-Videos mache, Mystery-Boxen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schreibt es mir privat, ist mir egal. Und dann, ja,
probiere mir mehr Sachen aus. Und ich denke mal, es ist ein gutes Zeitvertreib für mich und eine gute Übung, während ich jetzt in der Quarantäne bin. Und ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos und ich hoffe dann auch später wieder in den Reisevideos. Und ja, peace out. Thank you.